Willkommen, liebe Zuschauer, zur Abendausgabe Börse Live. Wir sprechen gleich mal über die wichtigsten Themen heute, und zwar mit Sanchin Tuposevic von der Baader Bank. Jetzt aber erstmal der Blick auf den DAX. Der ist heute hin und her gerobbt. Jetzt im Moment sieht es auch relativ gut aus, was ich so hinter dir erkenne, Franzi. Wie ist der DAX denn aus dem Handel gegangen? Ja, letzten Endes haben wir uns dann doch für die freundliche Seite heute hier entschieden zu Wochenauftakt, wobei es ein sehr ruhiger Handelstag war, in dem wir durchaus aber die Vorzeichen gewechselt hatten. Wir waren freundlich in den Handel gestartet, dann hat es uns an Impulsen, an Nachrichten hier am Markt gefehlt, zumal auch die Börse in London geschlossen geblieben ist aufgrund eines Feiertags. Das Thema Syrien ist natürlich auch im Kopf der Investoren weiterhin drin und ist ein bremsender Faktor. Aber die 8400-Punkte-Marke, diese psychologisch wichtige Marke, ja, man hat sie zurückerobert und nach schlechteren US-Konjunkturdaten ging es für den DAX dann sogar auch wieder etwas deutlicher über diese Marke nach oben. Denn es heißt, die Hoffnung besteht, dass es, wenn es nicht so richtig rund läuft mit der Konjunktur in den USA, vielleicht doch nicht ganz so schnell zu einer Drosselung der ultralockeren Geldpolitik kommt. Und somit sind wir weiterhin in dieser Seitwärtsbewegung, in der wir uns eigentlich schon die ganze letzte Zeit befinden, zwischen 8215 und 8436 Zähler. Schlussstand heute letzten Endes hier 8435. Und es war ein Plus dann von 0,2%. Ja, und ein dickes Plus sehen wir auch bei einem Einzelwert zumindest. Also da geht es ziemlich deutlich nach oben. Welcher Wert ist das und woran liegt es? Ja, K plus S war heute hier der ganz große Überflieger letzten Endes. Der hat ordentlich für Gesprächsstoff gesorgt. Die Aktie ist ja zuletzt mächtig unter Druck geraten, weil man Furcht hatte, dass die Kali-Preise unter Druck geraten könnte. Dieses Ganze wurde ausgelöst von Ural Kali, nachdem sie eine Gemeinschaft verlassen hatten. Jetzt ist der Chef von Ural Kali wegen Amtsmissbrauch festgenommen worden. Ja, und das hat jetzt wieder hier ja für mächtig Auftrieb bei der Aktie von K plus S gesorgt. Adidas, Commerzbank, SAP und die Munich Re dann noch im grünen Bereich unterwegs. Und wirft man einen Blick auf die Verliererseite, dann sieht man da Heidelberg Zement, da heißt es, die Aktie weiterhin ja unter Druck aufgrund von Gewinnmitnahmen. Auch Infineon, RWE, Fresenius, aber auch Daimler mussten aber auch abgeben. Franziska Schimpke, Dankeschön für diese Einschätzung nach Frankfurt. Tja, in Deutschland tobt ja gerade der Wahlkampf und die Politiker äußern sich verstärkt zu brisanten Themen. Dazu gehört auch das Thema Griechenland. Zwei Rettungspakete haben die internationalen Geldgeber ja bisher schon geschnürt. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble musste zuletzt aber eingestehen, dass die nicht ausreichen werden. Jetzt haben sich die Griechen selbst zu Wort gemeldet. Andreas Agli berichtet. Die Finanzlücken in Griechenland sind weiter groß. Jetzt hat Athen Zahlen genannt. Laut Finanzminister Yannis Dionaras braucht das Land in den kommenden Jahren weitere 10 Milliarden Euro. Für Dionaras handelt es sich dabei aber nicht um ein neues Rettungspaket. Deswegen soll es seiner Meinung nach auch keine neuen Bedingungen für Griechenland geben. Athen müsse bis 2016 bereits bestimmte Pflichten erfüllen. Die dürfen laut Dionaras aber nicht verändert werden. Einen Schuldenschnitt strebt der Finanzminister nicht an. Der stößt aktuell ohnehin auf Ablehnung. Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat sich jetzt noch einmal explizit gegen einen zweiten Schuldenschnitt ausgesprochen. Eine solche Maßnahme wäre kontraproduktiv und das falsche Signal für Problemländer, so Weidmann. Auch die Bundesregierung hat in den vergangenen Monaten einen Schuldenschnitt für Griechenland immer wieder abgelehnt. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble betonte am Wochenende, dass der erste Schuldenschnitt für Griechenland eine völlig einmalige Sache gewesen sei. Die Euro-Finanzminister hätten sich geschworen, eine solche Maßnahme nie wieder durchzuführen. Eines ist jedenfalls klar, das zweite Hilfspaket für Griechenland läuft Ende 2014 aus. Der Finanzbedarf ist aber noch lange nicht gestillt. Die weiteren Finanzlücken sind rund 10 Milliarden Euro groß. Und wir schauen jetzt mal auf die wichtigsten Themen heute. Ich begrüße Sanchin Tuposevic von der Baader Bank. Herr Tuposevic, wir haben den DAX gerade schon gesehen, der hat sich noch ins Plus gerettet. Wie geht's denn jetzt die nächsten Tage weiter? Guten Abend. Schon letzte Woche hat sich das rauskristallisiert. Die guten Konjunkturdaten aus Deutschland, aber auch die amerikanischen Märkte, die sich jetzt auch so ein bisschen wieder berappelt haben, haben den DAX auf den Weg, zwar langsam, aber auf den Weg Richtung 8500-Punkte-Marke geschickt. Charttechnisch sind wir jetzt auch an einer ganz wichtigen Barriere gelandet, und zwar die 8450-Punkte-Marke. Sollten wir die mit Dynamik nehmen können jetzt in den nächsten Tagen, dann bleibt eigentlich nur noch der Weg zu einem neuen All-Time-High. Was denken Sie, wann genau werden wir das sehen? Ja, also hier fehlt es natürlich an Impulsen. Wir haben diese Woche die ein oder andere
Möglichkeit, wenn hier die Erwartungen des Marktes übertroffen werden, dann ist es durchaus auch möglich, dass wir morgen nach dem IFO vielleicht schon weitaus höhere Kurse sehen können. IFO haben Sie gerade angesprochen, es stehen ja einige weitere Konjunkturdaten auch noch sonst auf der Agenda für diese Woche. Was erwarten Sie sich denn da? Ja, also für mich nach den wöchentlich wiederkehrenden volkswirtschaftlichen Zahlen, die wir haben, ist der IFO morgen mit ein ganz, ganz wichtiger Indikator, denn er misst ja hier die Stimmung der Unternehmen und das könnte auch das unterstreichen, was wir jetzt letzte Woche mit den Konjunkturdaten aus Deutschland gesehen haben. Zuletzt ist er ja dreimal in Folge gestiegen und sollte er morgen auch wieder die Erwartungen übertreffen, könnten wir hier diese charttechnische Marke von 8.450 nachhaltig überwinden und endlich vielleicht mal durchstarten und das Allzeithoch mal angreifen. Des Weiteren gibt es am Freitag, allerdings nachbörslich, ist vielleicht auch noch wichtig auf der Agenda, die Überprüfung der Eurostoxx-Indizes. Und das kristallisierte sich schon jetzt am Mittwoch schon so ein bisschen raus. Gerade so die Deutsche Post wird da gehandelt als möglicher Aufnahmekandidat. Die Deutsche Post hat auch seit Mittwoch gut 3% zulegen können. Auf der anderen Seite gibt es auch aus dem deutschen Bereich wie Deutsche Telekom oder E.ON, die gefährdet sind, die hier eventuell den Eurostoxx verlassen können. Schauen wir mal auf Telefonica Deutschland. Das Unternehmen hat sein Angebot ja für den Kauf des Konkurrenten E-Plus erhöht. Was denken Sie, wie geht es da weiter und wie geht der Kampf dann schließlich aus? Also es ist sicherlich positiv zu werten, dass hier der Großaktionär dem verbesserten Übernahmeangebot zugestimmt hat. Insgesamt sehe ich das auch positiv für den europäischen Telekommunikationssektor. Allerdings ist diese Übernahme noch keine ausgemachte Sache, denn die Wettbewerbshüter gerade in Deutschland werden da sehr genau hinschauen. Denn sollte es zu dieser Übernahme kommen, bleiben letztendlich nur noch drei Wettbewerber übrig. Das ist Telefonica Deutschland, Vodafone und T-Mobile. Und ob das so ohne weiteres machbar ist, das sollen dann letztendlich die Wettbewerbshüter, die Behörden, dann mitentscheiden. Schauen wir nochmal über den großen Teich Richtung USA. Da plant Google, ein eigenes selbstfahrendes Auto zu entwickeln. Was halten Sie von dieser Idee? Also sicherlich, es ist eine sehr innovative Idee. Ob Google das jetzt alleine stemmen kann, das halte ich für fragwürdig. Also ein Auto, das Google mit Google-Technologie läuft, ist sicherlich irgendwann mal denkbar. Ja? Allerdings brauchen Sie hier das Wissen von Autobauern bzw. auch von Autozulieferern. Aber an den Gedanken, sich mit dem auch anfreunden, dass so ein selbstfahrendes Auto unseren Alltag vielleicht in irgendeiner Zukunft erleichtern kann, könnte ich mich schon ganz gut anfreunden. Und was würde es dann für die Aktie bedeuten, wenn es tatsächlich so weit kommen würde? Ja, also zunächst einmal bedeutet das für die Aktie, wenn es denn soweit ist, also es ist ein Marktgerücht, was heute kursiert, das würde bedeuten, dass Google erst einmal viele Investitionen zu tätigen hat und auch die nötigen Partner zu finden, die mit ihnen das Projekt dann angehen können. Man hört auch von der Gerüchteseite her, dass das, und das ist sehr ambitioniert, so ein Auto vielleicht marktreif schon 2020 sein könnte. Also von der Seite her hat man erstmal viele Kosten und man fragt sich natürlich selbst als Autofahrer, möchte man auch wirklich so dieses Fahrgefühl und auch die ganze Sicherheit einer Maschine überlassen? Aber es ist wahrscheinlich auch entspannter auf der anderen Seite. Also ich könnte mir das ganz gut vorstellen, da nicht selbst zu fahren. Schauen wir noch mal ganz kurz auf das Thema Griechenland. Das Land braucht keinen weiteren Schuldenschnitt, das sagt zumindest der griechische Finanzminister. Sehen Sie das ähnlich oder wie schätzen Sie die Lage hier ein? Also ich bin der Meinung, dass ein griechischer Schuldenschnitt unvermeidbar ist. Klar, das Thema Schuldenschnitt wird in der aktuellen Lage, in der wir uns befinden, von der Politik auch kleingeredet. Denn Diskussionen über einen Schuldenschnitt sind auch für den Wahlkampf, Gift für den Wahlkampf, um es ganz einfach zu sagen. Also von daher glaube ich schon, denn Griechenland hat stockt mit den Reformen, hat auch nicht so die Geschwindigkeit bei den Umsetzungen der Reformen an den Tag legen können. Aber auf der anderen Seite schaffen sie es auch nicht, ihre Produkte, die sie haben, zu vermarkten. Und ich sehe da aktuell keine Möglichkeit oder auch
von Griechenlands Seite aus, wie sie da aus diesem Dilemma rauskommen wollen. Also im Augenblick sind ja neue 10 Milliarden an Hilfen stehen im Raum. Und ich glaube, dass es zu einem Schuldenschnitt kommen wird. Dennoch finde ich auch, dass wir vielleicht hier in Deutschland auch diesen Hype, den wir immer haben mit Exportweltmeister und so weiter, mal auch überdenken müssen, ob das letztendlich auch richtig gut ist. Wenn denn ein oder andere Schuldenerlass kommt, haben wir letztendlich viel exportiert, aber dafür nicht weniger verdient. Also wir verfolgen das Thema weiter. Sanchin Tuposevic, Dankeschön für Ihre Einschätzung heute. Danke auch. Und wir schauen jetzt mal auf die Medienaktien, auf ProSieben, Sat1 und auf Sky. Und wie es für die Aktien weitergehen könnte, das sehen Sie jetzt im Beitrag. Es ist schon ein Phänomen bei Sky Deutschland. Bislang konnte das Unternehmen auf Jahressicht noch nie einen Nettogewinn ausweisen. Und dennoch ist der Vertrauensvorschuss an der Börse enorm. In den letzten 3 Jahren hat das Papier mehr als 700% zugelegt. Und das, obwohl der Konzern bislang nicht einen Cent verdient hat. Natürlich hat sich die operative Lage von Sky Deutschland zuletzt deutlich verbessert. So stieg die Kundenzahl um 1 Million auf 3,5 Millionen, seitdem Brian Sullivan 2010 das Ruder bei Sky Deutschland übernommen hat. Das EBIT erreichte im ersten Halbjahr die Gewinnzone, nach einem Verlust von gut 50 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Dennoch rechnet Independent Research für das zweite Halbjahr mit einem negativen EBIT von 55 Millionen Euro. Erst 2014 dürfte Sky Deutschland auch unterm Strich die Gewinnschwelle erreichen, so die Analysten. Allerdings wartet der Markt schon seit Jahren auf einen Nettogewinn. Die Sky-Aktie stuft Independent Research mit Verkaufen ein. Das Kursziel von 6 Euro bietet 10% Abwärtspotenzial. Im Gegensatz zu Sky Deutschland weist ProSiebenSat.1 Media seit Jahren dreistellige Millionengewinne aus. Trotzdem ist der Konzern an der Börse nur 1,4 Milliarden Euro teurer als Sky Deutschland. Independent Research geht davon aus, dass ProSiebenSat.1 den Nettogewinn 2013 um mehr als 40% steigern wird, auf rund 420 Millionen Euro. Die Aktie von ProSiebenSat.1 legte in den letzten Jahren eine phänomenale Rallye aufs Parkett. Wer Anfang 2009 1.000 Euro in das Unternehmen investierte und dabei blieb, ist jetzt 32.000 Euro reicher. Und das Kurspotenzial scheint laut Experten noch nicht ausgereizt zu sein. Ja, also eigentlich ist das wirklich so ein Papier, wo ich glaube, dass es relativ stetig weiter zulegen wird, wo dann am Ende ich sag mal, so ein Kursziel für 12 oder 24 Monate hier anzugeben, ist natürlich extrem kompliziert, aber ich glaube schon, dass sich der Wert auf jeden Fall in Richtung 40 Euro orientieren wird. Fazit: Für konservative Anleger ist die Aktie von ProSiebenSat.1 die bessere Alternative zu Sky Deutschland. Der Pay-TV-Sender muss erst noch beweisen, dass er auch unterm Strich nachhaltig Gewinne erwirtschaften kann. Und wir schauen zum Abschluss des Tages nochmal kurz auf den DAX, der ja am Nachmittag ins Plus gedreht ist, schließt mit einem Plus von 0,2%, 8.435, der letzte Stand in Frankfurt. Ja, bei uns geht es jetzt gleich weiter mit unserem Thementag Spionage. Hollywood-Superspione, die faszinieren ihr Publikum ja seit Jahrzehnten und das wohl auch wegen ihrer erstaunlichen technischen Spielereien. Heute Abend gibt es bei uns dazu die Hintergründe und natürlich auch die Produktionen. Die Realität echter Agenten erwartet Sie ebenso heute Abend 20.15 Uhr bei uns im DRF. Schalten Sie unbedingt ein, es wird spannend. Ihnen jetzt erstmal einen schönen Abend, machen Sie es gut und bis morgen.